Zweiter Spieltag in der dritten Liga und Preußen Münster ist Tabellenführer. Da müssen wir mal nachfragen, was Preußen-Trainer Marco Antwerpen sagt. Vorm ersten Heimspiel Preußen Münster am Samstag gegen Carl Zeiss Jena. Beschäftigt man sich mit der Tabellenführung, mit dem Platz an der Sonne nach einem Spieltag? Ja, ich denke, am Anfang ist es, glaube ich, am leichtesten, oben zu stehen. Und ja, ich glaube, wir haben richtig gut gespielt in Köln, gleich einen Auswärtssieg gelandet. Von daher sind wir, glaube ich, glücklich darüber, wie es gelaufen ist. Und eine Tabellenspitze nimmt man natürlich auch gerne mit. Morgen wird es sehr heiß sein, am Samstag. Dann geht es gegen FC Carl Zeiss Jena. Auch eine Mannschaft, die auf den letzten Drücker gewonnen hat, 3-2 gegen Groß-Asbach. Was erwarten Sie von dem Gegner am Samstag? Ja, es ist genauso eine Mannschaft, die, glaube ich, mit viel Euphorie jetzt hier hinkommen wird, glaube ich, wenn er 97. Minute gewinnt. Gute Mentalität, so ein Spiel noch zu drehen von 2-1 auf 3-2. Und dementsprechend wird man, glaube ich, hier auch auftreten. Gibt es irgendwie Schlüsselreize oder Schlüsselaspekte, die wahrscheinlich zum Sieg führen werden morgen? Ja, glaube ich, immer eine Anfangsphase gut überstehen beim Gegner Jena, die da halt immer sehr, sehr viel Wert drauf legen, eventuell auch in Führung zu gehen. Wenn wir da gut durchkommen, haben wir vielleicht auch viele Möglichkeiten, hinten das Spiel zu gewinnen. Sie sind bekannt dafür, dass Sie relativ wenig über die Aufstellung sagen vor einem Spiel. Normalerweise 4-1 in Köln gewonnen, würde ja eigentlich bedeuten, die Elfmann dürfen nochmal auf dem Acker. Wie sieht es denn bei den Preußen morgen aus? Ja, dass wir das ja nicht machen, weil wir denken, wir müssen damit in die Medien kommen oder so, sondern weil wir sagen, wir wollen dem Gegner ja irgendwie immer eine Aufgabe geben. Und letzte Woche haben wir es halt mal mit drei Spitzen versucht, die ein bisschen mehr nach innen gerückt sind. Ja, und diesmal ist es vielleicht nicht so das richtige Mittel. Vielleicht sagen wir möchten gerne was anderes spielen und dementsprechend würden wir dann ein, zwei Positionen eventuell verändern. Man muss die Frage stellen, Marco Antwerpen als Trainer hat gegen Carl Zeiss Jena in der Relegation verloren, Aufstieg in die dritte Liga. Wie tief sitzt so ein Stachel bei einem Fußballlehrer? Ja, zumindest so, dass man immer wieder dran denkt und dass das auch keine schönen Erinnerungen sind, weil es, glaube ich, eine sportlich harte Niederlage war. Es aber so mit der Zeit halt nicht mehr so wehtut. Also das Beste wäre wahrscheinlich morgen Sieg, dann wäre es wieder ein bisschen weniger Schmerz. Ja, ich glaube, es wird, glaube ich, mal Zeit, dass man auch mal wieder gewinnt und würde mir gut tun. Ja, dann viel Erfolg morgen beim Spiel. Danke.